Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Geschwister im Islam, der Prophet alayhi wassalam hat uns vor der Übertreibung in der Religion gewarnt und Allah warnt uns vor der Übertreibung in der Religion im Koran, wo er sagt, ihr Ahlul Kitab, la taghlu fi dinikum, o ihr Leute der Schrift, hütet euch vor der Übertreibung. Hiermit ist nicht die Übertreibung gemeint, indem man Gesetze folgt, die Gott offenbart hat, weil das wäre keine Übertreibung, sondern Übertreibung bedeutet, die Grenze zu überschreiten. Der Prophet a.s. sagte, Iyakum wal-Ghulu, fa'innama ahlaka man kana qablakum al-Ghulu. Hütet euch vor der Übertreibung, denn diejenigen, die vor euch waren, hat die Übertreibung in der Religion vernichtet. Wer ist mit dieser Übertreibung gemeint? Die Juden und die Christen. Denn die Juden haben übertrieben in der Person von Isa, dass sie ihn als Scharlatan bezeichnet haben. Die Christen haben übertrieben, dass sie Jesus einen göttlichen Status gegeben haben. Und so haben wir heute Leute, die sich dem Islam zuschreiben und die genauso in die Irre gegangen sind. So wie der Prophet a.s. uns offenbart hat. So wie Allah im Koran gewarnt hat. Hütet euch, übertreibt nicht in der Religion. Ja. Und das ist ein warnendes Beispiel für uns. Denn was haben sie gemacht? Sie haben die Familie des Propheten, die gute Menschen sind, wie zum Beispiel Hassan, Hussein, Ali, Fatima etc., sie haben ihnen einen fast göttlichen Status gegeben. Das heißt, dass man sie anbeten darf. Anbeten im Sinne davon, dass man Dua zu ihnen machen darf. Du bist zum Beispiel irgendwo auf dem Schiff und dann rufst du sie um Hilfe. Oh, Fatima, helfe mir. Und das ist natürlich klarer Schirk. Leute sind um die Kaaba am Laufen und rufen, ja Hussein, ja Hassan. Das ist klarer Schirk, denn die Dua zu einem anderen außer Allah ist Schirk. Die Ibadah jemand anderen zu widmen außer Allah ist Schirk, ist Götzendienst. Und der Prophet a.s. hat schon gesagt in einem authentischen Hadith, dass die Dua eine Ibadah ist. Er sagt, Ad-Dua hu al-Ibadah, die Dua ist die Ibadah. Und diese Leute übertreiben in einem anderen Fall auch noch, dass sie die besten Gefährten oder Gefährten, die zu den Besten gehörten, waliyadu billah, als Scharlatane bezeichnen. Leute, die diese Religion verteidigt haben. Und was sie damit wollen, oder natürlich viele dieser Leute sind unwissend, sie wissen das eigentlich nicht, was das Ziel dieser Sache ist, sondern das Ziel dieser Sache ist, die Botschaft des Islam zu vernichten. Denn stell dir vor, du erzählst einem Kafir vom Islam und du sagst ihm dann, ja, schau mal hier, die Leute, die der Prophet erzogen hat, davon sind 99%, nachdem der Prophet gekommen ist, wieder vom Islam abgefallen. Ja, wenn du erzählen würdest, du hast eine Schule und in der Schule sind 99% der Schüler gescheitert, dann wirst du sagen, wie kann das denn sein? Und das sind die Leute, die mit dem Propheten a.s. gewesen sind und die sollen angeblich zu Kuffar geworden sein. Und dann weiß man, wie der Koran zu uns gekommen ist. Der Koran ist zu uns über die Gefährten des Propheten a.s. gekommen. Leute, die für diese Religion gekämpft haben, Leute, die für diese Religion gestanden haben, die alles geopfert haben, über die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die Beste, nicht die Zweitbeste, nicht die Drittbeste, die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgekommen ist. Und was bedeuten diese Leute? Was sagen diese Leute? Nein, ihr seid die Schlechtesten, ihr seid Heuchler. Allah sagt, sie sind die Besten und diese Leute sagen, nein, das sind Heuchler, bis auf ganz wenige. Und die Geschichte zeigt uns, dass der Koran von Abu Bakr, nachdem der Prophet gestorben ist, hat er die Schreiber des Korans genommen und den Koran in ein Band zusammengebracht. Und dieses Buch blieb bei Hafsa, die Tochter von Umar al-Khattab, die ganze Zeit. Und Umar al-Khattab, Umar al-Khattab ist laut ihnen ein Kafir. Hafsa ist laut ihnen, laut Aussage dieser Leute, vom Islam abgefallen, Herr Uzubille. Was wird danach der Kafir sagen? Er wird sagen, wie kann ich diesem Buch vertrauen? Wo Abu Bakr den Schreibern gesagt hat, sie sollen das in ein Band zusammenstellen, weil der Koran war am Anfang auswendig gelernt worden und auf verschiedenen Papieren. Der eine hatte hier etwas, der andere hatte da etwas. Und er hat die ganzen Schreiber zusammengeholt und sie haben dann das Buch in einem, die ganze Offenbarung, die über 23 Jahre gekommen sind, in ein Band zusammengefasst, damit es nicht verloren geht. Und wer hat dann nachher von diesem Band, was bei Hafsa war, die Korane in die ganze Welt geschickt, erstmal an 7 Zentren? Uthman radiallahu anhu. Nachdem viele Schreiber des Korans, viele, die den Koran auswendig konnten, von den Sahabern, im Krieg gestorben sind. Warum sind die im Krieg gestorben? Ja, also das war erstmal schon zur Zeit von Abu Bakr, weil diese Leute der Koran beeinflusst hat.
Und der Koran hat sie dazu gebracht, sie haben den Koran verinnerlicht, für diese Religion zu kämpfen. Und diese Leute behaupten, diese Leute seien Kuffar. Wenn dem so ist, ja, dann müssen wir einfach eine ganz einfache Frage stellen. Wenn Ali angeblich ma'sum ist, fehlerfrei, und Ali ist ein Guter, wir lieben Ali, radiallahu anhu. Wenn er fehlerfrei ist und diese Leute sind Kuffar, dann fragen wir, warum hat Ali bei Abu Bakr und bei Umar Bay'a gemacht, Treueeid? Wenn er den Treueeid geleistet hat und ihr sagt, Ali ist euer Vorbild, warum akzeptiert ihr dann nicht Umar und Abu Bakr, wie Ali es getan hat? Oder war Ali je ein Heuchler gewesen? War Ali ein Heuchler gewesen und hat bei diesen Leuten Bay'a gemacht, um uns in die Irre zu führen, sodass wir sagen, ja, wir machen das, was Ali gemacht hat? Das sind alles, wie gesagt, unheimliche Aussagen, die gefährlich sind. Und hier ist ganz klar, dass das eine Unverschämtheit ist. Und deswegen, ihr habt nur eine Wahl, diese Leute, die so übertreiben. Entweder Ali war nicht ma'sum gewesen, nicht fehlerfrei gewesen, denn er hat den falschen Leuten Bay'a gegeben, oder diese Leute waren keine Kuffar, wie ihr fälschlicherweise behauptet, sondern sie waren rechtschaffene Muslime. Und ich sage euch, das Zweite ist der Fall. Denn Abu Bakr und Umar gehörten zu den Besten. Und Ali gehörte auch zu den Besten. Und die Besten haben zusammengehalten. Und deswegen hat Ali, Umar und Abu Bakr Bay'a gemacht. Und wenn ein Sahabi einen Fehler gemacht hat, dann ist er ein Mensch. Ein Sahabi ist ein Mensch. Er ist nicht fehlerfrei, weil das ist das, was euch viele Leute einreden oder was viele Leute versuchen einzureden. Sie kommen mit Hadithen, mit Aussagen, wo beispielsweise ein Sahabi einen Fehler gemacht hat. Aber niemand hat je behauptet, dass ein Sahabi ma'sum ist. Das hat nie jemand behauptet. Oder sie kommen mit Aussagen, die sie aus dem Kontext herausziehen. Das heißt, ein Sahabi kann Fehler machen. Er ist kein Engel, aber im Allgemeinen sind sie die Besten. Warum? Weil sie diese Botschaft nach vorne getragen haben. Sie haben den Koran von 0 auf 100 gebracht. Sie haben den Koran von 0 in die ganze Welt gebracht. Sie haben diese Botschaft verteidigt. Sie sind deswegen diejenigen, die es verdient haben, dass wir für sie um Vergebung bitten. Und deswegen sagt Allah für diejenigen, die danach kommen, er erwähnt in Surat al-Hashr, erst die Muhajirun und dann die Ansar. Wer sind die Muhajirun, die Ansar? Die Leute aus Mekka und die Leute der Ansar, die aus Medina. Und dann sagt er lobt diese Leute als Sadiqun, als Rechtschaffene, als Muflihun, als Sadiqun, als Leute, die erfolgreich sind, Leute, die wahrhaftig sind. Und dann sagt er, وَالَّذِينَ جَعَوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُلُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا. Ja, da sagt er über diejenigen, die danach kommen, und das sind wir. O Allah, vergebe uns und denen, die uns zuvor gekommen sind, die Muhajirun und Ansar, und gebe in unser Herz keinen Rill, das heißt kein Groll gegen diese Leute. Und schaut euch, was eure Gelehrten euch beigebracht haben. Die Gelehrten von den Übertreibern haben euch beigebracht, gegen diese Leute zu hetzen und diese Leute zu verfluchen. Und am Grab von denjenigen, die Allah geehrt hat, dass er ihnen das bestimmt hat, dass Abu Bakr und Umar neben dem Propheten a.s.w. Mohammed beerdigt sind, über diese Leute seid ihr an diesem Grab am Verfluchen. Die Leute, denen Allah die Huld gegeben hat, dass sie neben dem Gesandten Allahs beerdigt sind. Das ist meine Botschaft. Ich sage diese Worte. Subhanakallahumma wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.